die Seisenbergklamm, bei Lofer, Salzburg. Schön hier, echt. Heute am 21. Mai 2019 sind wir unterwegs in der Seisenbergklamm. In der Klamm. Justus freut sich an jeder Ecke. Papa filmt auch. Ja, und der Regen hat etwas nachgelassen. Ja, oh. Wahnsinn. Sind sie wieder, die zwei. Ganz vorsichtig. Wirklich eine wunderschöne Wanderung durch die Seisenbergklamm. Trotz ein bisschen Niesel ist das Licht zum Fotografieren in Ordnung und Justus ist voller Tatendrang. Ey!
echt toll, was man hier zu sehen bekommt in der Klamm, in der Seisenbergklamm. Justus ist total aus dem Häuschen. Jetzt haben wir den härtesten Teil durchschritten und genießen die Aussicht. Unterwegs sind uns trotz des Wetters auch einige Wanderer begegnet. Was für eine herrliche Natur! Hier am Logenplatz Schusterbichel haben wir kurz ausgeruht und jetzt führt unser Weg den Hang hinunter zu unserem Parkplatz zurück. Die Klamm haben wir erfolgreich hinter uns gebracht und haben uns vorgenommen, noch eine zweite zu besteigen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Oder der schönste. Ja, die da in den Hintern zeigt. Wir steigen heute am 21. Mai 2019 gleich in unsere zweite Klamm ein. Gerade sind wir noch auf dem Aufstieg, aber diese Wassermassen lassen erahnen, wie eng es sein wird und dass wir noch einen Aufstieg vor uns haben. Nur um einen Eindruck zu bekommen, da sind wir gerade hochgekommen. Jetzt stehe ich auf einer Brücke. Und dort geht es noch weiter nach oben auf den Rückweg. Hier eine andere Perspektive. In der Klamm direkt ist es unheimlich laut. Aber der Aufstieg lohnt sich. Na, auf wie vielen Metern sind wir jetzt oben? Ja. Kann man schlecht schätzen, aber müssen wir mal ein Barometer dort ist schon mitnehmen. Schnee. Genau, so wie Peter Lustig. Ein Barometer müssen wir mitnehmen. Ich habe einen riesengroßen. Auf manchen Handys, also zeigt es ja auch je mit verschiedenen App an, wie hoch wir sind. Stimmt. Ich habe die größte Nacktschnecke gefunden. Ja, hier oben. Bergwanderer in Andacht der Natur. Na, ihr Lieben, macht ihr ein Rätsel? Ja. Worum geht es denn dabei? Da steht, weißt du, aha. Justus will das nur ein bisschen verfetzen. Ach so. Aber man muss hier gucken, welche Orchidee wohin gehört. Und wer da drin Nester baut und wer die gerne frisst und Nektar sucht. Aha. Ja, ja. Zack. Das ist eine schöne Sache, gefällt mir gut. Man kann es gar nicht glauben. Oben ist Nebel und hier unten die Klamm. Da unten, da sind wir gerade durchgelaufen. Umgeben von Bergen liegt unser Zeltplatz. Mitten im Grünen, an der Saalach. Auf, ihr Schirmchen, fliegt davon! Geht auf eine schöne Reise!